Paris, der 31. August 1997, 3.55 Uhr. Prinzessin Di, geborene Diana Frances Spencer, stirbt an den Folgen eines Autounfalls. Die Nachricht über Dianas Tod schockiert die Welt. Mit dem ägyptischen Hotelerben Dodi Al-Fayed verbringt die geschiedene Prinzessin ihren Urlaub auf seiner Yacht im Mittelmeer. Für die Presse ist es die Sensation des Sommers 97. Seit Tagen wird das Paar von Paparazzi verfolgt. Die Fotografen werten es als Bestätigung, dass die beiden sich nicht verstecken. Doch angeblich kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen, weil die Presseleute sich trotz mehrerer Aufforderungen der Bodyguards nicht zurückziehen. Am frühen Nachmittag steigt das Paar am Flughafen von Olbia in Dodi Al-Fayeds Privatjet. Auf dem Rückflug nach London machen sie einen Zwischenstopp in Paris. Auch hier warten bereits Paparazzi auf die meist fotografierte Frau der Welt und ihren neuen Freund. Wir hofften natürlich, eine schöne Serie mit romantischem Essen zu bekommen. Natürlich aber träumten wir davon, das ultimative Foto zu bekommen, auf dem sie zusammen in ein Schmuckgeschäft gehen, um einen Ring zu kaufen. Sie folgen ihnen über einen Umweg zur Villa Windsor bis zum Hotel Ritz, das Dodis Vater, dem Milliardär Mohammed Al-Fayed, gehört. Lady Di und Dodi Al-Fayed können ungesehen durch den Hintereingang in der Rue Cambon hineingehen. Mit dem Fahrstuhl fahren sie hinauf in die Suite Imperial, um sich hier zu entspannen. Eine Stunde später verlässt Dodi kurzzeitig das Hotel. Es heißt, um für Diana einen Ring beim Juwelier Repossi gegenüberzuholen. Das Paar verlässt das Hotel, wieder durch den Hintereingang. Sie fahren zu Dodis Apartment nahe der Champs-Élysées. Vor dem Wohnhaus soll es wieder zu einem Disput mit den Fotografen kommen. In der Zwischenzeit verabschiedet sich der Sicherheitschef des Ritz, Henri Paul, in den Feierabend. Bekannte von ihm sagen später aus, dass sie ihn in der Bar Bologna gesehen haben. Was und wie viel er dort trinkt, ist nicht bestätigt. Diana und Dodi beschließen, noch etwas essen zu gehen. Ursprünglich wollen sie in das kleine Restaurant Le Bernois, doch dessen Glasfassade ist ihnen für die Presse zu einladend. Also kehren sie noch einmal ins Ritz zurück, um dort ungestört zu sein. Vor dem Hotel versammeln sich immer mehr Schaulustige und Fotografen. Laut Aussagen der Bodyguards fühlt sich Dodi aufgrund des enormen Medieninteresses zunehmend gestresst. Auch Henri Paul kehrt ins Ritz-Hotel zurück. Während das Paar in der Suite Imperial diniert, trinkt er an der Hotelbar. Laut Polizeibericht 2 Ricard. Dodi Al-Fayed und Henri Paul beschließen, zwei Wagen der Al-Fayeds am offiziellen Eingang des Ritz vorfahren zu lassen, um so die Fotografen in die Irre zu führen. Dodi und Diana sollen in das dritte Auto, den Mercedes S280, am Hintereingang des Hotels einsteigen. Einer der Fotografen, die damals auf das Paar warteten, ist Pierre Sou. Henri Paul wusste ganz genau, dass alle Fotografenteams den Hintereingang kannten. Selbst ein Anfängerteam hätte einen vorne und einen hinten postiert. Er stand natürlich besonders unter Druck, weil ja Dodi Al-Fayed der Sohn des Ritz-Eigentümers war, also der Sohn seines Chefs. Aber er muss gewusst haben, dass es nichts nützen würde. Parce que il avait une pression supplémentaire, cet homme-là à l'époque. Das sind die letzten Bewegtbilder von Diana. Diana und Dodi verlassen jetzt endgültig das Ritz durch den Hintereingang. Dieses Mal sitzt Henri Paul am Steuer. Laut Polizeibericht ist keiner der Insassen angeschnallt. Der Mercedes setzt sich in Bewegung, viel zu schnell. Zunächst folgen ihnen nur wenige Paparazzi auf Motorrädern. Die meisten Fotografen warten vorn. Der Wagen fährt von der Rue Cambon an der Place de la Concorde vorbei, entlang der Seine in Richtung Norden. Der Chauffeur fährt mit etwa 130 Kilometern pro Stunde in den Almar-Tunnel hinein. Das Tempolimit liegt dort bei 50 km/h.
Bei der Einfahrt in den Tunnel verliert der Fahrer plötzlich die Kontrolle über den Wagen und touchiert einen weißen Fiat. Mit immer noch 105 Kilometern pro Stunde kollidiert der Mercedes mit dem 13. Pfeiler im Tunnel. Henri Paul und Dodi Al-Fayed sind auf der Stelle tot. Diana und der Bodyguard Trevor Rees-Jones leben noch. Diana ist schwer verletzt. Auf der anderen Seite des Tunnels ist zu der Zeit der Notarzt Frédéric Maillet unterwegs. Er leistet erste Hilfe. Sie war nicht bei Bewusstsein. Ihr Kopf lag auf ihrer Brust auf. Ich habe ihren Kopf gehoben und ihr eine Atemmaske aufgelegt, die ich immer im Auto mitführe. Das hat ihr wieder Bewusstsein gegeben bis zur Ankunft der Rettung. Aber sie hat nicht gesprochen, keine Worte gesagt, die ich hätte verstehen können. Mais elle n'a pas parlé, elle n'a pas prononcé de mots que j'ai pu comprendre. Erst eine Stunde später verlässt der Notarztwagen die Unfallstelle. Der Krankenwagen fährt sehr langsam, um Diana besser stabilisieren zu können. Doch ihre inneren Verletzungen sind zu stark. Die Ärzte des Krankenhauses erklären die Prinzessin von Wales für tot. Im Blut des Fahrers finden sie 1,7 Promille Alkohol und Reste eines Antidepressivums und eines Neuroleptikums. Lady Diana wird nur 36 Jahre alt.